Okay, hallo Leute. Ich glaube, jetzt hört man mich auch gut. Okay, Leute. Wir starten gleich mit dem Stream. Ich glaube, wir labern gar nicht lange. Wir fangen, glaube ich, einfach gleich an. Wir spielen jetzt World of Warplanes zuerst, würde ich vorschlagen. Vielleicht schauen wir noch mal in War Thunder rein. Vielleicht noch in WoWs. Vielleicht auch noch mal Among Us oder irgendwas anderes. Wir haben mal eine Menge Sachen auf Lager. Der Feuerwerksimulator. Habe ich mir auch unter der I don't know. Ich würde sagen, labern wir nicht lange und starten wir gleich in eine Runde rein. Gehen wir gleich in die erste Runde. Kann ja sicher nicht schaden. Okay, dann hat das noch ein paar Sekunden zu dauern. Ja. Also, ich kann noch was sagen, Leute. Auch betrefflich des ersten Geburtstages meines Kanals. Der wird ja bald ein Jahr alt. In ein paar Tagen. In 12 Tagen, also so einer Woche und ein bisschen. Sie erreichen ein Gebiet mit Kampfhandlungen. Halten Sie sich bereit. Okay.
starten wir rein in die Runde. Es wird im Stream auch eine Pause geben, nur mal einfach um es zu sagen. Okay, Eroberungsmission. Also. Pilot, machen Sie sich einsatzbereit. Es geht los. Okay. Erstmal. Ja, wir können auf jeden Fall hier in den Turmmodus gehen. Da können wir hier halt unserem Kumpel hinten ein bisschen was abfeuern. Und ich glaube nicht, dass wir ganz besonders diesen Turmmodus brauchen, sondern besonders den hier vorne, Leute. Aber das ist auch wirklich mein allerstärkstes Flugzeug von dem, was ich habe. Also, das ist mein stärkstes Flugzeug. Ich glaube, man sieht wieso. Und alleine daran, dass es so viele Patronen auf einmal abfeuert, ist das ein Mordsding ist das. So, wir haben damit aber auch 20 Sekunden im Boost. Und das liegt daran, dass das Ding auch sehr, sehr langsam fliegt. Große Gegnerverbände wurden über den Flugplatz gesichtet. So, da schießen wir da unten mal schön was ab. Ja. Ziel zerstört. Gut. Gehen wir weiter rüber. Wir sollen eigentlich, also das ist zumindest die Aufgabe dieses Flugzeugs, das wir jetzt hier gerade fliegen. Es ist ein Erdkampfflugzeug. Und die sind eben dafür konzipiert, Bodenziele zu zerstören. Was ich glaube, dass das Bodenziele sind. Also zerstören wir schön fleißig weiter Bodenziele. Da vorne ist noch ein Haus. Mal mit einem Geschütz oben drauf, die wir ja alle abschießen müssen. Das ist ja unsere Aufgabe, 5 Dinger davon zu zerstören. Das heißt, wir müssen hier noch eine Menge Sachen abschießen. Und darunter wird sicherlich noch mehr davon sein. Okay, noch ein Haus geplättet, auch gut. Wir brauchen halt einfach nur wir brauchen Geld. Und ich finde es schön, dass wir uns jetzt gerade hier nicht mit den Flugzeugen rumschlagen müssen, weil die eben schwerer sind zu zerstören. Und das, sage ich nur mal, unangenehm wird, wenn wir gegen Flugzeuge kämpfen. Oh, scheiße. Ja, okay, schade. Schade. Da sind wir abgestürzt. Shit. Einfach nur schlecht, Leute. Es war einfach schlecht. Dem wurde unser Tod, ja, zugeteilt, sag ich mal. Also, dem wurden jetzt die Punkte gegeben. So, jetzt gehen wir mal auf Flugzeuge. Jetzt habe ich Bock, Flugzeuge zu zerstören. Die sind leichter, die sterben schneller. Wenn wir jetzt wie hier im Turmmodus sind, der sich ja eben auch sehr frei bewegen kann. Oh, nicht gegen den Berg fliegen. Das wäre kacke. Aber nein, wir gehen jetzt erstmal auf. Okay, wir gehen auf den Typen da. Ich habe ihn getötet. Das hat funktioniert. Das hat besser funktioniert, als ich dachte. Okay. Greifen wir also bei den gegnerischen Flughafen an. Warum nicht, ne? Aber nein, mir wurde natürlich wieder der Kill gestealt. Na komm.
Stirb doch, scheiße Zeug. Schießt mich halt dauer an und ich muss mich hier drehen, ne? Aber ich habe ja noch den Turmmodus. Wo ist der Typ? Ja, so hat man ja die Geschützturm. Aber nein, der hat mich trotzdem noch abgeschossen. Schade. Einfach nur schade. Okay. Einfach schade. Das Video sehr lecker oder irgendwas. Oh, wir hatten inzwischen sogar noch mal einen Zuschauer. Frage ist wann? Ja, okay. Also fliege ich mal wieder ins Gegnergebiet rein und hoffe, ich krieg wieder irgendwas. Wir gehen genauso kacke wie letztes Mal. Okay. Ich glaube, ich brauche einfach bessere Jäger. Ich bin halt eher so ein Jäger-Typ. Also in War Thunder bin ich totaler nee, so ein Erdkampfflugzeugmensch. Also aber hier in WoWP, also in World of Warplanes, was ich ja hier gerade wohl spiele, nee, gar nicht so sehr. Halten Sie durch. Sie werden in Kürze keine Unterstützung mehr haben. Ich wiederhole, Unterstützung bald unmöglich. Turm wird einsatzbereit gemacht. Verdammte Scheiße, ich habe ein Problem. Ich habe ein großes Problem. Ich habe ein ganz großes Problem. Ich bin abgestürzt. Ich stürze noch mehr ab, als ich ohnehin schon abstürze. Aber ich heile mich zum Glück. Ich glaube zumindest, ich heile mich. Der Gegner steht vor dem Sieg. Strengen Sie sich an. Hier wütet ein schwerer Sturm. Können nicht weiter. Kehren zur Basis zurück. Verstanden? Ich glaube, ich habe Motorprobleme. Aber mein Turm funktioniert wieder. Das ist praktisch. Ja, ich hab noch, ich glaube noch, dass wir das schaffen werden. Ich hab noch Vertrauen. Och nee, nicht schon wieder. Ah doch, mein Turmtyp ist nicht tot. Geil, 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 geil. Praktisch, praktisch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sie haben ihr Bestes gegeben. Kehren Sie zurück zur Basis. Ach, schade. Schade, schade, schade. Schade, schade. Äußerst schade. Äußerst schade. Ist schade. Das ist schade. Ist einfach nur schade. Aber gut. Gott hat die ändern. Haben wir verloren. Mhm. Gut. Dann schauen wir mal nach dem Flugzeug. Ob wir noch was kaufen können. Ich würde da ehrlich gesagt auf Amerika setzen. Hier sind die Jäger, die sind die schweren Jäger, die sind die Bauern. Haben wir dafür denn genug Geld? Ja, wir können ihn erforschen. Aber können wir ihn noch kaufen? Hallo, wir haben wieder zu wenig hiervon.
Wir haben auch nicht 300 Dublonen, Kacke. Ich brauche wieder Wettmarken. Die Frage ist, wie kriegt man diese Wettmarken? Ich weiß nämlich nicht, wie man diese Wettmarken kriegt. Schwierig. Vielleicht sollte ich hier ein, zwei kaufen. Kriege ich dann dafür auch Wettmarken? Sieht ehrlich gesagt nicht sehr danach aus, als dass ich dafür was bekommen würde. Gut, spielen wir mal noch eine Runde. Vielleicht kriegt man dafür spielen Wettmarken. I don't know. I don't know. Ich weiß es nicht. Ich hol mir erstmal einen Schluck Wasser. Oh. Unsere durchschnittliche Wiedergabezeit ist auf 4 Millisekunden runtergegangen. Ne, es ist 4 Sekunden. Aber. Jo. Gar nicht, wie spät ist es? Keine Ahnung. Ja. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, ob ich mit dem, ob das mein gutes Ding war oder ob das mein schlechteres war. Aber ich glaube, das war mein besseres Flugzeug. Die anderen waren, glaube ich, schlechter. Ich glaube, das war mein bestes. Ich weiß es halt nicht mehr. Sie erreichen ein Gebiet mit Kampfhandlungen. Okay. Halten Sie sich bereit. Da ist unser Einstiegspunkt. Da werde ich natürlich das direkt daneben wieder angreifen. Also, klar. Es geht los. Gut, wir sind halt schneller. Wir haben aber auch weniger Boost. Ich würde sagen, Leute, wir gehen auf Flugzeuge. Keine Ahnung, warum ich es trotzdem mache, aber hier halt trotzdem auf Bodenziele. Erstmal ein paar Luftverteidigungsflugzeuge abschießen. Die bringen zwar nicht so viel, aber. Ein bisschen was haben die schon gebracht, glaube ich. Hoffe ich. Sagen wir es so. Die sind halt etwas genauer mit dem Jäger als mit dem. Gut, haben wir ihn wieder getötet. Durchaus praktisch. Aber ich hasse diese Dinger, wenn die einen angreifen. Vor allem, wenn das passiert. Wenn die dann auch noch so doof sind und in mich reinfliegen. Also, really? Sowas ist wirklich kacke.
Gut, der ist abgefangen. Gut, mein Flügel ist halt kaputt und deshalb wird es relativ einfach, nicht zu sterben. Also muss ich wieder rückerobern. Ja, vielleicht holen wir uns den noch. Vielleicht holen wir uns den noch. Ich hab Vertrauen. Ich hab Vertrauen. Da. Komm, komm. Komm, stirb. Stirb. Stirb, du bist Gegner. Du bist keine KI. Ja, der kann besser ausweichen. Das merkt man. Wir behalten uns am Leben, wir behalten uns am Leben, wir schaffen es. Ja, wir haben es geschafft. Schön den Wiedereinstiegspunkt der Gegner vermasseln. Schön den Wiedereinstiegspunkt der Gegner zerstören. Komm, 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 komm. Das einzige bei den Luftschlachten, warum ich die lieber bei World of Warplanes spiele, ist, dass die in War Thunder verdammt schwer sind. Also, really, verdammt schwer. Aber nö, ich bin mal wieder gestorben. Und bin von dem Typ da abgeschossen worden. Aha. Das ist mein Replay. So habe ich den versucht zu töten. Und dann kam der Typ wahrscheinlich von hinten und hab mir dann vorne abgekippt. Und dann war das irgendwie so. Zack, zack, zack. Dann fliege ich da noch. Da kommt da irgendwo eine kleine nervige Kugel von dem Typen da von hinten. Und die hat mich dann irgendwie getroffen. Ich weiß ernsthaft nicht wieso, aber wir müssen jetzt mal wieder aufholen, weil ich gleich verloren habe. Schon wieder. Nochmal geht nicht. Nee, 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 Leute. Nee, 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 nee. Ihr werdet sicherlich nicht nochmal verlieren. Da habe ich keinen Bock drauf. Willi, ich sag's, wie es ist. Ich habe keinen Bock nochmal zu verlieren. Boah, die Sache ist nur, die haben den Flughafen erobert. Das ist absolut scheiße, weil es ein Luftgeschwader ist. Von gefühlt 100.000 Dudes, die mich da alle abschießen wollen. Und das ist absolut scheiße. Und ich will doch nur gewinnen. Und das schüsse ich natürlich noch ab, wenn ich das mache. Ich hoffe, ich schaff's noch. Das ist scheiße. Wenn sie keine Unterstützung mehr schicken, bedeutet, dass es nie mehr respawnen kann. Das bedeutet, dass es absolut scheiße wird. Ja, da habe ich gegen. Shit. Noch 14 Sekunden, dann ist vorbei. Dann ist Ende Gelände. Da muss ich ganz, ganz doll aufpassen.
Dann muss jeder Handgriff bedacht sein. Wir können Sie nicht länger unterstützen. Der Sturm ist zu schwer. Haben Sie verstanden? Das war's. Okay. Aber wir holen auf, glaube ich. Okay. Wenn es da drüben gleich erobert ist, dann haben wir gewonnen. Geil. Der Gegnerflughafen wird angegriffen. Das ist sehr praktisch. Also das gegnerische Hauptgebiet, was man halt immer so standardmäßig am Start hat, wurde jetzt angegriffen. Das heißt... Der Sieg ist in Sicht. Weiter so. Das ist gut. Das ist jetzt wirklich gut. Das ist gut. Das ist gut. Wir müssen noch dieses Gebiet erobern, dann haben wir alles. Außer das Gegnergebiet, aber... Scheiße, Motor überhitzt. Das ist nicht so gut, aber auch nicht so super schlimm. Der ist natürlich einfach von alleine abgestürzt. Der hat das Spiel noch nicht ganz verstanden. Okay. Gegner. Gute Arbeit. Wir warten auf Ihre. Ja! Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Geil. Geil. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ist das cool. Wir haben eine halbe Stunde gestreamt und wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Geil. Endlich. Endlich. Endlich haben wir es geschafft. Endlich haben wir es geschafft. Endlich. Endlich. Geil. Geil, geil, geil. Einfach nur geil. Einfach nur geil. Einfach nur geil. Kriegen aber dafür Wettmarken. Ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht, ob wir Wettmarken kriegen. Sieht schon mal gut aus. Jetzt muss ich mal wieder auf den Forschungsbaum. Dann will ich ja hier den Typen hier im Lager kaufen. Von mir gekauft. Ich glaube, das ist momentan unser bestes Flugzeug. Really? Ich glaube, das ist unser bestes Flugzeug. Erstmal gleich ausprobieren. Okay, wir streamen schon seit einer halben Stunde. Das schmeckt. Das ist jetzt halt schon eine halbe Stunde her. Ich habe halt wirklich vor, lange zu streamen. Ja, 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 ja. Ich habe noch einen Plan dazu zu sagen beim Jubiläum. Das einjährige. Sie fliegen in
ein Kampfgebiet. Machen das, Sie sich gefechtsbereit. So, nochmal. Des Erfolg. Okay, des einjährigen Jubiläums meines Kanals wird es ein Special geben, was ich schon schneide. Es wird ein Einjahres-Special geben und ja, das werde ich auch bald aufnehmen. Dann noch eine Sache zu den VirtualBox-Sachen, die jetzt geplant sind mit Betriebssystem und so Kackzeug. Wird bald ein neues Video zu geben und auch Hacken wird auch bald ein neues Video zu, also wird es auch bald ein Video zu geben. Ja. Also das ist das, was in den nächsten Zeiten geplant ist. Ein paar andere Spiele wird es auch noch geben, die geplant sind. Ich hätte so vor, nach 45 Minuten, Stunde, 45 Minuten so eine Pause einzulegen, eine kurze Streaming-Pause, weil ich mir nochmal was zu trinken hole, jetzt erwähne ein Stück Kuchen. Und dann geht's weiter. Also ich habe halt wirklich vor, relativ lange zu streamen. Ich werde vom Flugabwehr abgeschossen. Frage ist von welcher. Jetzt ist hoffentlich keine mehr da. So. Einzige, was ich jetzt halt weiß, ob das Flugzeug war, was ich eben gesagt habe, dass ich es haben kaufen wollte. Null Ahnung, aber ich habe es halt erforscht gehabt, oder also habe ich es gekauft. Wahrscheinlich muss ich dafür einmal siegen oder irgendwas. Keine Ahnung. Irgendwie sowas wird es da schon sein. Okay, wir haben 120 Powerpunkte. Okay. Hier ist halt gleich ultra hart in die Verteidigung vor den weißen Flugzeugen. Also die heißen halt so, beziehungsweise sage ich dazu immer. Das sind ja die. Sind ja mal drei Teams, um die es geht. Und dann sind immer diese einen nervigen Dinger und das sind die da. Und so lange bleibe ich einfach, verfolge ich die und schieße die auch ab. Im Turmmodus haben wir leider nicht, das ist schade. Aber der ist auch schlau mit seiner Kreisflugtaktik. Also mit seiner Taktik, dass er immer im Kreis fliegt. Die ist gar nicht so dumm. Aber so ist man halt etwas gefangen in einer Endlosschleife. Aber dass er mich so abschießt, ist kacke, weil ich ihn so nicht anaimen kann. Komm doch. Scheiß halt, ist auch noch ein Gegner. Boah, ey, nee, keinen Bock, gar keinen Bock. Okay, neuer Sektor ist erobert, geil. Geil. Andere Sache habe ich vergessen zu sagen, eine halbe Stunde Stream. Abonnieren und liken nicht vergessen, wäre sehr nett. Besonders abonnieren wäre sehr nett, weil ich will eigentlich bis zum einen Jahr, was am 7.2. der Fall sein wird, hätte ich gerne noch die 50 Abonnenten voll. Das wäre ganz, ganz toll und nett. Wenn ihr das einfach abonnieren könntet. Dankeschön. Also, Leute, versucht einfach bis zum 7.2. die 50 Abonnenten voll zu kriegen. Komm. Komm. Ich ihn doch ab, aber Gegner am Heck. Was ist das denn für ein Geschwader hier heute?
Erstmal wird so ein Riesenflugzeug, das wird man, ich sag jetzt mal, relativ leicht getroffen, aber dann halt super schwer down. Weil die wir eben so einen Bordschützen haben, beziehungsweise hinten so einen Typen. Das müssen wir ändern. Gut. Motor war kurzzeitig aus, jetzt läuft er wieder. Immer gut. Gut. Motor läuft wieder gut. Wir sind fangen, glaube ich, jetzt langsam an mit dem Healen. Aber scheiße, jetzt wurde das Gebiet hier erobert. Ja, okay, ich bin tot. Safe. Ich kill mich safe. Ich hab's gesagt. Ich hab gesagt, ich bin tot. Und was ich ebenfalls glaube, ist, dass ich jetzt eh gleich down bin. Also. Ich hab ja gedacht, dass ich gleich down bin. Und der Dude hat mich scheinbar abgeschossen. Aha. Gut. Die Sache ist, ich spawn das halt immer vor dem Gegnergebiet. Das ist kacke. Sie haben uns bald. Ja, das glaube ich, dass sie uns bald haben. Was heißt bald? Sie haben uns schon so rum. Also, die haben 90% erobert. Wir haben halt kaum was. Lieber, wenn man mit den Schlechten in eine Runde kommt. Oder sich zu viel mit den falschen Leuten beschäftigt. Freaking Anti-Air. Modern Warships. Könnte ich vielleicht mal überlegen, ob ich da noch was mache heute. Müsst ihr entscheiden, Leute, wenn ihr noch... Sie haben ihr Bestes gegeben. Kehren Sie zurück Schade. Zur Basis. Schade. Schade. Aber wir sind nur einmal gestorben. Wir sind nur einmal gestorben. Das war eine schön schnelle Runde. Okay, Leute. Ich überlege... Und überlege und überlege, ob wir jetzt nicht gleich mal vielleicht noch anfangen mit einem anderen Game. Ich würde auch sagen, ja. Ich weiß noch mit, was wir jetzt machen, Leute. Ich weiß, was wir machen. Ich weiß, was wir machen. Ganz klar, ganz klar. Wir spielen Minecraft. Ja. Wir spielen Minecraft. Auf Gomma HD. Oder das ist vielleicht mein erstes Video mit BLC-Client. Junge, das ist mir noch nie aufgefallen. Das wird mein erstes Video mit BLC-Client. Wir spielen einfach 189. Wir spielen nicht auf 189. Okay, doch, wir spielen doch auf 189. Ja gut, es ist gerade Patching und jetzt ist das Update, Downgrade dran. Dann. Genau. Jetzt gibt es auch noch Bed Wars dazu. Na gut. Also, auf geht's. Das ist jetzt auch geloadet. Dann gehen wir jetzt gleich auf Gomma HD und connecten. Zu Gomma HD. Huch. Schon wieder dieser Bug. Warum auch immer ich mich hier nicht bewegen kann.
Herzlich willkommen, komm, die Befürchtung musst du unter Nutzungsbedingungen zustimmen. Aha, besser. Gut. Wir sind in einer Battle Royale Lobby und 8x ein Spieler. Also bin ich etwa alleine hier drin? Es wird auf 3 weitere Spieler gewartet. Ach doch, ich bin nicht der Einzige hier drin. Wähle dein Team. Aha, okay. Danke. Teamwechsel. Rot. Du bist nun im Team Rot. Es wird noch immer auf 3 weitere Spieler gewartet. Ich habe keinen Bock mehr. Nein, Spaß. Ich hab gewonnen. Warum sind hier Bedrock-Rüstungsständer? Also mal ganz kurz, warum sind hier Bedrock-Rüstungsständer? Ich dachte, ich spiele Java-Version mit Bedline-Client. Und ich habe einen neuen Minecraft-Skin. Der sieht fresh aus, oder? Ich glaube, der ist fresh. Der sieht so ein bisschen aus wie mein ehemaliger Minecraft-Server-Skin von ganz früher. Also mein normaler Minecraft-Videotipp-Skin von ganz, ganz früher, Leute. Gab's euch noch nicht. Hä? Vielleicht gab's euch da schon, aber da gab's meinen Kanal noch nicht. So. So ist es besser zu entschuldigen. So ist es. Kann ich mehr sprechen hier heute? So ist es besser. Warum so ist es besser? Das wollte ich überhaupt nicht sagen. So ist es. So. Da gab es meinen Kanal noch nicht. Genau so. So. Bevor ich hier noch anfange, Scheiße zu labern. Die Map ist schon wieder Caravan. Da habe ich mich beim letzten Mal als Zweiter verloren. Mensch, das war vorhin. In meiner Probe. Es geht los. Geil. Gut. Ich bin Team Rot. Und ich gehe meinen Weg beim letzten Mal. Wie beim letzten Mal. Ich mache es wie beim letzten Mal. Da habe ich zwar trotzdem verloren, aber das hat mich nicht sehr viel gejuckt. Okay. Ich mache das jetzt so. Kumpel. Warum ist meine DPI so hoch? Die ist sonst niedriger. So, ich hole mir erstmal meinen farbigen Ton aus Bronze, beziehungsweise mit Bronze. Na komm. Wenn Lord Ra diesen Stream sieht, beziehungsweise er mich anruft, dann sag ich mir, er soll in Gromma HD kommen mit mir auf eine Lobby. Nein, so, dann würde ich mir die Bed Wars spielen. Oder Hypixel Duels. Gut. Erstmal schön viel Bronze generieren. Dann das ganze Zeug hier reinschmeißen. Dann nochmal Bronze rausholen. Keine Ahnung, warum ich das jetzt gemacht habe. Und dann habe ich mir einen Lockback-Stick gekauft. Also einen Knüppel. Ach, der braucht Eisen. Und hat Rückstoß 1. Verstanden. 3 Eisen, 5 Eisen habe ich auch genug. 20 Eisen habe ich nicht genug. Schade. 5 Eisen. Nehme ich mir erstmal ein Steinschwert. Warum auch man immer auch ein Steinschwert für Eisen kriegt.
Okay. Na, die mache ich nicht in die normale Rot-Truhe, die mache ich in die Truhe hier rein. Genau, in die Ender-Chest. Aber man darf nicht so auffällig sein. Man muss so tun, als wäre man schon die ganze Zeit tot. Wenn man so tut, als wäre man die ganze Zeit tot und nur das Geschehen beobachtet, bis zum Endfight. Und einem auch. Hoffentlich, das finde ich immer so komisch. Man erschreckt sich hier immer so, wenn die hier, wenn hier ein Bett von irgendwem abgebaut wird. Ich finde das genauso wie wenn bei Hypixel dein Bett abgebaut wird. Das ist das Problem. Das ist total komisch. Das irritiert mich das immer, wenn ein Bett abgebaut wird. Aber ich glaube, wir gehen diesmal offensiver rein. Safe. Safe, Leute, safe, safe. So, für 40 Bronze. Keine Ahnung, was der Alarm hier zu bedeuten hat. Dass mich jemand pusht, dass jemand in meine Richtung kommt. Whatever. Dass mein Bett gerade abgebaut wird. Whatever. Ich habe keine Ahnung. Nein, ich bin dumm. Aber glücklicherweise hatte ich ja noch meine Ender-Chest. So habe ich jetzt 16 Eisen. Man braucht nur noch 4. Ich habe keine Bronze mehr. Ich habe nie gedacht, dass ich das jemals sagen werde, aber ich habe keine Bronze mehr. Oh nein, ich werde gepusht. Oh nein, das wollte ich vermeiden. Hey Kumpel, ich bin bereit für dich. Ich kann gegen dich kämpfen. Komm, komm, komm. Ein Eisenschwert. Schnell, Eisenschwert. Gut, hab's. Hab's nicht. Scheiße. Und ja, baue dich auch noch runter. Ich hab mein Bett. Ich hab mein Bett. Er hat mein Bett. Er hat mein Bett. Er hat mein Bett. Er hat mein Bett. Das ist Kacke. Komm. Geh doch. Fuck, was hat der für ein Schwert? Was hat der für ein Schwert? Ich hör auf. Ich hör auf. Ich höre einfach auf. In diesem Spiel wird nur gehackt. Da wird wirklich nur gehackt. Hä? So schnell kann der mich doch überhaupt nicht töten. Was ist das denn für ein... Nö, ich hör auf. Ich hör einfach auf. Nö, ich hab keinen Bock mehr. Nö. So spiele ich dieses Spiel einfach nicht mehr mit. Nö, mach ich einfach nicht. Hab einfach keinen Bock. Mach ich nicht. Mach ich nicht mit. Mach ich nicht mit. Gut. Also machen wir eine kleine Pause. Sind wir jetzt so bei 48 Minuten. Haben bald eine Stunde voll. Machen wir eine kurze Pause, Leute. Machen wir eine kurze Pause. Machen wir einfach eine kurze Pause. Warten wir einen Moment ab. Ich hole mir gleich noch was Schönes zu trinken. Holt ihr euch was zu trinken? Ja. Ja. Ja.
Ja. Gut, Leute. Verabschiede mich noch nicht. Nein, Leute. So weit bin ich noch nicht. Gut. Wir haben dann gleich eine Stunde voll. Ich würde sagen, dann nehmen wir uns nochmal 2 Minuten. Also, ja, wir nehmen uns nochmal 2 Minuten. Wow. So, Leute, wir wieder da. Gut, ich bin wieder da. Wir machen jetzt, hab mich eben schön abgeregt. Ja, jetzt machen wir einfach ein bisschen Among Us. Runde Among Us alleine. Erstmal ein TikTok. Ah, ich kann mir einen Typi angucken. Der Polizist mit Maske, man kennt's. Nee, einen dummen Polizisten. Nee, wir nehmen schon den Polizisten mit Maske. Genau, ganz normal. Immer schön der blaue Polizist mit Maske. Kennst du? Wir nehmen erstmal einen. Wir drehen jetzt einfach mal hier rein, just for fun. Oh nö, wir sind grün. Ich mag das nicht. Nein, nein, nicht grün. Nein, nicht grün. Lieber pink. Ja, nee, wir sind blau. Besser. Ich bin farbenblind heute. Bitte hört auf zu fragen. Mag ich nicht. Mag ich nicht. Mal starten hier. Sollen sie mal starten?
wenn ihr Bock habt und zuschaut und gerne mitspielen wollt, ihr könnt den Lobbycode sehen. Endlich, es startet. Okay, was werden wir? Was werden wir? Crewmate, okay. 3 Imposter. Okay. Keine Ahnung, was... Ah ja, ich bin Arzt. Mhm. Okay, ich kann jetzt immer sehen, wer noch lebt und wer tot ist. Okay, jemand hat den Emergency-Button betätigt. Ja, ich vote den einfach mal just for fun, weil die Emergency drücken, sollen immer gevotet werden. Also ich würde die immer, ich weiß nicht, warum der disconnected, aber ich würde auch Leute, die disconnecten, einfach weil sie kein Imposter sind. Junge, was? Die Chance ist ja extra gering, dass man eben nicht einfach so Imposter werden kann. Das Level-System finde ich übrigens scheiße. Bitte nicht hassen. Lecker TikTok. Ich glaube, es ist der Typ. Der hat ja Emergency gedrückt. Boah, das ist so nervig. Shopzeit. Und wer hat gewonnen? Wer fliegt raus? No one was ejected. Tie. Aha. Wer ist tot? Was? Ach, die sind disconnected. So. Wer ist tot? Was? Ich suche weiter. Nach einigen Leuten. Hello, Kumpel. Okay. Dead body reported. Oh Gott, der ist tot. Mhm. Der ist gerippt. Oh Gott. Da hat der Imposter ja ganz schön doll zugeschlagen. Ach so Gott, die sind alle disconnected, aber okay. Darkbook und Attedub und wie die alle heißen, sind ja alle disconnected. Aber Rick ist, ist drin gewesen. Und doch trotzdem noch gestorben. Das ist extrem komisch. Warte! Wir haben gleich die erste Stunde voll. Jetzt haben wir eine Stunde. Ich stream schon eine Stunde, es kommt mir so kurz vor. Really, es kommt mir so kurz vor. So, 3 Sekunden, das müssen wir loslegen.
vote mal wieder Doisart. Weil ich ihn immer vote. Weil mir verdammt sass vorkommt. Komm, vote doch. Ich habe keinen Bock, noch 60 Sekunden zu warten. Der ist safe AFK. Jo. WTF. Das hat einfach. Er hat nämlich durchsagt, hat mich gewotet. Ich habe ihn gewotet. Ach. Ah, two imposters remain. Das bedeutet ja, dass einer. Nee, 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 Gruppe. Nein, nein, nein. Nein. Run. Huh. Was denn jetzt? Ja, da. Der Typ war das doch. Richtig? Ja, genau, der war's. Der Typ mit der hier, genau der. Der ist der Sasse. Hä? Kann man das überhaupt so sagen? I don't know. Wetten, Doisart votet wieder nicht. Aha. Mhm. Wieder no one was ejected high. Aber die glauben mir. Das ist gut. Das ist gut, dass sie mir glauben. Ja, na dann, Kumpel. Der will mich wirklich killen. Der lügt ja sowas von hart. Der war die gesamte Runde neben mir. Es ist safe. Es ist safe, ja. Oh. Zirmor ist raus. Oh, er war auch ein Imposter. Okay. Okay, ist der Typ da vorne. Oder der da. Aber die werden nicht ein Vote schaffen. Das werden die nicht schaffen. Also. Muss jetzt ein Vote her, also.
einer von denen muss rausgebootet sein. Also, ich glaube immer noch, dass es dieser Agilikov, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Zumindest glaube ich wirklich, dass der es ist. Safe. Absolut safe. Der ist so safe. Es ist so safe. Es ist einfach so safe. Ich hoffe, der fliegt raus. Weil der ist super sass. Ich glaube, real, dass der es ist. Der oder der. Ich fliege raus, schade. GG. Die haben verloren. Wer war es jetzt? Wer war es jetzt? Ich will es wissen. Ich will wissen, wie es war. Wie? Ich will wissen, wie es war. Ich wusste, der Typ war es. Ich wusste es einfach. Sunny Rain, Bear und Seymour. Aber der hat doch seinen eigenen Homie. Noch blöd. Aber ich hab's gewusst. Ich habe es einfach gewusst. Ich hab's einfach gewusst, dass er es war. Ich hab's in meinen Chat geschrieben. Aber er war kein guter Imposter, er hat seinen Kumpel verraten. Er startet. Er startet nicht. Er startet doch. Jetzt startet er safe. Und er startet. Okay, Crewmate. Zwei Imposters. Okay. Ich gebe ihr ein Cargo Bay, wie immer, wenn ich starte. Kumpel, du bist ziemlich sass. Nein, du bist sass. Er ist arg sass. Hi, Kumpel. Ich gehe jetzt hier nach vorne ins Cockpit. Einfach nur, weil es schön ist. Okay. Okay. Ja, der ist safe. 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 Ich kam mir ja schon sau sass vor, als ich mit dem zusammen war. Da bin ich den anderen allen begegnet und der war immer in der Nähe von denen. Der war halt safe. Er ist halt safe. Es ist halt safe. Ach, das Desktop-Audio ist gar nicht an. Fällt mir jetzt auf. So. Ja, es fliegt raus. Ist gut. Schmeckt.
Ich wusste, er war ein Imposter. Gewonnen. Und gleich. Und das passt. Das neue Level. Ich bin gleich reinconnected. Vielleicht startet er schon. Der startet. Geil. Oh, ich mag solche Leute, die immer instant starten. Es wartet aber noch. Es startet ja nicht mehr instant. Schade. Schreiben ja aber alle schon Start in Chat. Start, 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 Start. Los! Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Okay. Müssen wir wirklich darauf achten, dass wir nicht rausfliegen. Okay. Okay, wir haben eine Menge Sachen. Sabotage, was ist Shift? Ach, das ist das, wo wir uns in andere Leute verwandeln können. Aha. Sabotiere einfach mal die Brücke. Ich frag mich nur, warum nicht. Och nee, Mann, die sind zu schnell. Jetzt wäre ich gleich safe rausgevotet. Die sind einfach zu voreilig, meine Homies. Mach jetzt halt random Votes. Jo. Okay. Wir haben noch nichts abbekommen. Ich gehe auf die Brücke, die ich abgeschlossen habe. Sie bis ganz durchziehen. Och. Ja, okay, Level 5, aber ich habe keine Kill. Schade. Ich will noch mal Imposter sein. Mann. Doofes Spiel. Ja, aber... seit einer Stunde 13. Gut. Das ist über meine Durchschnittsstreaming-Länge. Ja, ich will halt damit jetzt einfach mal sagen, dass es jetzt mal wieder... Naja, nimm's, ja, also eigentlich wollte ich jetzt diesen Stream nur machen, damit man mal wieder Lebenszeichen von mir kriegt. Ich sag's jetzt einfach mal, wie es ist, aber klar, das hatte ich jetzt halt lange nichts mehr getan. Es war sehr stressig mit mir. Deshalb gab es auch weniger Videos. Es wird jetzt demnächst auch mehr Videos kommen, hoffentlich. Und wird dann eben. Also ja, es wird mehr Videos geben. Safe. Sicherlich. Also. 100%. Es würde damit auch somit die größte Frage klären, die die meisten wahrscheinlich... Ich bin Engineer, was auch immer das ist. Ach, heißt das? Ja, ich kann auch wenden. Ich kann die Vents reparieren. Das heißt es. Die Frage ist, wie oft kann ich wenden? Habe ich einen Vent-Cooldown oder habe ich einen... Ah ja doch, ich habe einen Venting Cooldown. Und ich habe auch nur eine gewisse
Zeit zum Wenden. Okay, Engineering Room. Vault. Es kann doch nicht sein, dass da niemand ist. Irgendwo muss hier doch jemand sein. Also. Okay, da ist hier mal jemand tot. Oh Gott, zwei Leute sind tot. Ach du Sch. Okay. Ah ja. Zwei Leute sind tot. Das ist nicht gut. Eine grobe Schätzung. No one was ejected. Thai. Das ist aber brandpraktisch. Das ist wichtig gewesen. Das war wichtig. Das war sehr wichtig. Aber wir können hier die Task machen. Wir haben jetzt hier die Waffen genommen und... Schade. Schade, 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 schade. Äußerst schade. Okay, ich kann wieder Vents benutzen. Was fürs Erste erst einmal praktisch ist. Okay, der verhält sich irgendwie schon wieder abnormal sus. Zurecht! Aber zurecht. Und der Typ, Junge, der ist auch safe mit Imposter. Oder hat er mich gerade umgebracht? Junge, WTF! Der muss ja... Kurze Frage, was war der für ein Dummer, dass der mich nicht reportet hat? Also... Hä? Warum? Der hätte mich doch sowas von reporten müssen. Warum hat er es nicht getan? Wieso hat der Dude mich nicht reportet? Junge, Witt! Ja. Ich komme mir manchmal die Soundqualität an. Recruitmate. Wieder Engineerer. Wetten, die werden immer Engineer. Okay, jetzt kann ich 30 Sekunden lang nicht wenden, aber es war schon gefährlich. Also das Wenden als Engineer ist sehr gefährlich. Nein, nein, nein. Der war Imposter. Das war nicht der Typ mit der Pestmaske, sondern der hier Typ. Der da. Der hat sich als der Typ mit der Pestmaske verkleidet. Wer ist der? Das ist der mit M. Mechanerian.
Es war safe der. Der hat sich nämlich in den Typen da verwandelt. Aha! Habe ich herausgefunden. Also, der Dude war ein Imposter. Also wissen die schon mal, dass ich kein Lügner bin. Ah ja, das Vent hier muss ich reparieren. Und hier muss ich einen Teller bauen. Was nochmal? Ja, Burger. Is it right? Nee. Is it right? So. Dann. Okay. The body reported. Kim Doom. Der Typ. Gamerot. Safe. Safe, Leute. Safe. Ganz safe. Safe. Okay, da fliegt raus. Mal schauen. Ist das? Hä? Was ist los mit mir? What's wrong with me? Was ist los? Ich muss mal mehr Tasks schaffen. RIP. Der war's auch. Nee, der hat sich als ich verkleidet. Oh Gott. Der Typ muss da hin. Oh, ich wurde gefunden. Ach, das war der. Immer die falschen. Schade. Ich find's einfach so schade, dass sie es einfach nicht gecheckt haben. Ja, GG. GG. Ich habe sowas vom Safe verloren. Ich hätte ehrlich gesagt wirklich nicht gedacht, dass der es wäre. Ich habe wirklich gedacht, es wäre ein anderer. Aber nein. Ich warte nicht mehr lange. Ich warte mehr ab, na klar. Schön durchgelevelt. Ja. Erstmal einen guten Schluck Wasser. Immer erstmal einen guten Schluck Wasser. Okay. Mhm.
Eine Engineer-Chance ist 50%. Mhm. Und die Kill Distance ist medium. Mhm. Aha. Ich stelle in diesem Stream heute 2 Weltrekorde auf. Zumindest für meinen Kanal, ja. Der eine Weltrekord ist der, die wenigsten Zuschauer auf der meisten Zeit. Und der andere ist die meiste Zeit von allen. Und die andere ist die wenigste Zuschauer von allen. Genau. Also 3 Weltrekorde. Ja, 3 Weltrekorde. Also Weltrekorde ist jetzt nicht, sondern 3 Rekorde für meinen Kanal. Wahrscheinlich sind es keine Weltrekorde. Dafür bin ich zu schlecht. Okay. Okay. Ah. Erfolgreich draufgegangen. Okay, gut. Gut, dass mein Buddy reportet wurde. Das hat wirklich was weitergebracht. Ich sag's mal, wie es ist. Aber Leute, wir lieben. Und wir quitten. Und ich würde sagen, Leute, zum Abschluss spielen wir noch eine knackige Runde von World of Warships. Wäre jetzt meine Idee gewesen. Nein, wir machen 2 Dinge. Ja, wir werden auch sicherlich World of Warships spielen, die ihr gerade im Hintergrund hört. Was ich jetzt gerade öffne. Aber. Nein, Leute, an die, die sich jetzt auf World of Warships gefreut haben, die muss ich leider enttäuschen. So, nein, Super Axolotl ist in Fortnite, Super Axolotl ist in Fortnite online, wir gehen jetzt also in Fortnite rein. Wir gehen in Fortnite, ja. Leute, ihr habt richtig gehört, wir gehen Fortnite. Das haben wir sehr, sehr lange nicht mehr gemacht. Fortnite. Okay. Seit 25. Dezember nicht. Das war mein letztes Lebenszeichen, aber. So. Wir gehen ins Battle Royale. Copyright Music.
Ich trete Super Axolotls Gruppe bei. Hallo! Hallo! Super Axolotl! Sie sind in einem Livestream von Ottis Computer. Hä? Ja. Ach, auf Discord. Lass auf Discord. Du streamst gerade auf YouTube? Ja, ganz richtig. Okay. Okay, lass erstmal auf Discord bereit. Gehen. Nein. Okay, lass nicht auf Discord gehen. Wie du meinst. Keine Ahnung, was es ist. Ich werde wahrscheinlich wieder rasiert. So. Genau. Ah, Sopik spielt. Wer spielt? Ja, Sopik, das ist Paul oder... kennst du Emil? Ja, den kennst du, ne? Klar kenn ich ihn. Also Paul 2 quasi. Genau. Also hier musst du... Kennst du Jagdgewehr? Nee, kenn ich nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist eine Art Sniper. Eine, Also ja, das... Sturmgewehr-Sniper. Ja, das kenn ich. Also bitte aufhören, beim Stream zu rülpsen. Ihr guckt sowieso keiner zu, Digga. Eine durchschnittliche Wiedergabszeit ist 4 Sekunden. Wow! Das ist krass, Digga. Die bleiben 4 Sekunden in deinem Stream und da muss ich mir jetzt echt Mühe geben. Ja, genau. Ja, du hast halt keinen anderen, ne? Doch, ich hab noch einen. Ich hab zum Beispiel den hast du irgendwie nicht. Wie viel Siegeskronen hast du? Ich hab erst 2. Ich hab erst eine. Die 0. Die eine. Noch eine. Loser. Ich hab halt diese ganz Gratis-Skins, Diggi. Hast du schon den? Nee, den hab ich auch nicht. Ich hab halt keine V-Bucks. Ich kauf die halt nicht. Haha, ich hab den auch nicht gekauft, Digga. Der ist kostenlos im... Der ist kostenlos im Battle Pass. Im Battle Pass? Was für Battle Pass? Nein, ich meine im gratis Battle Pass. Das war Pfeffer Spray. Genau. Stream doch mal auf Switch. Ja, möchte ich gerade überhaupt nicht. Ich werde es auch mir bald vornehmen, das mal zu tun. Aber ich habe halt keine Follower auf Twitch, weil ich da nichts mache. Leute, weil der nächste Stream ist auf Twitch. Junge, ich habe 2 Weltrekorde. Die wenigsten Zuschauer in einem Stream. Der längste Stream, den ich jemals hatte. Und die wenigsten Zuschauer im längsten Stream, den ich jemals hatte. RIP. Also, kannst du mich mal abschießen? Also, du weißt... Weißt du, wie das funktioniert? Abschießen? Gut, nice. Wie funktioniert abschießen? Ach, One-Shot-Battle oder was? Ja. Ah, das ist ein One-Shot-Battle. Oder ich bin ja absoluter King, Brudi. Da muss ich flüchten, wenn du der absolute King bist. Da muss ich vom absoluten also King... nehme ich die komplett auseinander. Ob du mich auseinandernehmen kannst, den Full-Noob in ganz von ganz Fortnite. Ja, Digga, bin ich auch. Wir seit Chapter... Also seit Anfang... das Ende Chapter 2, Brudi. Was erwartest du bitte? Kannst du mal runterkommen, bitte? Ich spiel seit Anfang. Das ist viel praktischer. Ich spiel seit Anfang Chapter 2. Wow, krasser Unterschied, Brudi. Voll der OG. Komm, lass es mal. Mach mal ohne Grappler. Das nervt voll. Ja, damit du mich noch besser töten kannst. Wieder gar nicht. Ja, Digga, kill du mich mal. Kill du mich mal. Hab dich da schon einmal gekillt. Sage ja, ich wollte nur einmal wissen. Ich wollte nur einmal wissen, ob. Sag. Okay. Was war das? Trickshot. Und Headshot. Jagd. Aber es war Jagdgewehr, oder? Das war Jagdgewehr, ja. Warte, ich geb. Ah, nein. Bitte! Ach, Junge! Genau dann. Es war Trickshot und Headshot. Und Headshot. Es war Trickshot und Headshot, genau. Trick Headshot, Digga. Was war das jetzt? Was war das jetzt für ein komischer Shot? Ingwer-Shot. Der ist auch so old. Der ist auch so out. Was willst du, Brudi? RIP. RIP. Ich bring dir auch mal. Setz mich komplett.
Ende. Ich bin gemeinsam schwach sein. Okay. Bist du gut in dem Modus? Nö, ich hab ihn hier noch nie gespielt. Aber sonst bin ich One Shot. Sehr gut, Digga. Aber sonst bin ich im One Shot Battle immer ziemlich gut. Aber ich spiele jetzt immer in Ego Shootern. Musst du immer wissen. Ja, bei Sauerbraten. Es war immer Sauerbraten. Oh, sorry. Du bist ein Stream-Rülpser, weißt du das? Ich will Montes Rekord knacken. Häufiger im Stream rülpsen als Monte? Nee, länger. Digga, ich treffe ja gar keinen Shot. Digga! Oh, der war gut. Bam. Der war gut. War es ein Headshot? Danke, gleichfalls. War es ein Headshot? Natürlich nicht. Das sehe ich so aus, als würde ich Headshots machen, Rudi. Nice Trickshot. Nice Trickshot. Nice. Rick S. Sagt Rick S. was? Nö. Bitte sag nein. Oh mein Gott. Jetzt kann ich dich endlich in der Schule mobben, Kapi. Oh, Headshot, Digga. Das würde dir aber nicht gut gefallen, wenn du mich in der Schule mobben würdest. Dir nicht? Nein. Na, dir auch nicht. Weil du da nämlich mehr Lehrer an der Backe hältst, als du sowieso schon warst. Oh. Oh, you are the one. You are the kill leader. You are the kill leader. Wollen wir irgendwann mal? Junge, du hast ja die Banane getan. Ich hab aber früher abgedrückt. Bumm. Ja, okay, aber du scopest halt auch, Diggi. Wer hat das gesagt? Mit Jagdgewehr musst du immer no scope. Ist einfach so. Schade, der war knapp. Tilt One Shot ist immer knapp. Was bin ich in dem Modus? Scheiße, weißt du? Hui. Ja, ich bin so ein Bot. Mein Gott, Digga. Du bist kein Bot, du bist ein Aimbot, weißt du? Genau. Früher war ich besser als du. Im Gegensatz zu. Wieso kannst du so viel spielen? Ich spiele gar nicht viel, Ruby. Genau. Headshot, Digga. Wer es glaubt, wird ewig. Ich spiele überhaupt nicht viel. So, deine Zeit und Spielzeit in Fortnite so 5,5 Stunden pro Tag. Hä? Hey, woher weißt du das? Weil ich weiß, wie du viel dein Verhalten ist. Und das ist nämlich genauso wie die früher in der Grundschule, die immer nicht 5,5, sondern 8 Stunden pro Tag gezockt haben. So, wen? Genau. Ich bin ja gerade noch auf Fortnite-Diät quasi. Ja, wahrscheinlich war der. Ja, ich hab die Leute genau zwischen. Schießt dir genau zwischen die Beine. Ja, ihr habt ja auch zwischen die Beine geschossen. Das ist unfair. Ja, aber Digga, zwischen die Beine ist halt was anderes als. Junge, eine Stunde 39 bist du. Oh mein Gott, Digga, hast du schon irgendwann Zuschauer gehabt? Ja. Wirklich? Ja. Krass, Digga. Früher hatte ich mehr Zuschauer im Stream. Weil du auch inaktiv warst, Brudi. Los, Mama! Ja, Mama. Otto S. Ja, genau, Fjodor. Genau. Ja. So und nicht anders, Brudi. Diggi, was ist denn dein Problem? Quickscope, Kapi.
wenn ich Fortnite spiele, dann spiele ich halt immer nur diesen Modus. Das ist halt das Ding. Das ist der einzige Modus, in dem ich gut bin. Battle Royale kann ich so gar nicht. Bei mir ist genau andersrum. Kann ja, sowas Digga, dann. Kannst du auch nicht. Und doch, ich kann Teamkamerad sein. Ich hab heute, bin heute Zweiter geworden. Geil. Ich werd jeden Tag 30.000 Mal Erster, Digga. Nice Trickshot. Was für ein Trickshot? Das muss schon mit mindestens... Oh mein. Hui. Da bin ich tot. Ja, ihr seid auch. Und Kaleno sagt, Deiner Daumen! Ja. Egal. I mean, guck mal auf meine Kills, Brudi. Hallo, ich bin hier. Bist du mich? Okay. Ich hole mir mal eben bessere Weapons. Junge, ich zitter ja schon. Du zitter nicht. Zitter nicht. Wusstest du, dass das der ist damit ab. Ist der mit Abstand beschissenste TikTok-Trend, den es jemals auf TikTok gab. Wahrscheinlich war der nicht. Dann war der nicht. Digga! So wahrscheinlich! Ah. Was, Bruder? Das ist der schlimmste TikTok-Trend, den es jemals gab. Den es jemals auf YouTube gab. Hey, Digga, das ist ein TikTok-Trend. Den gibt es auch als YouTube Short, ja. Ja, klar. Bei YouTube Short ist halt so... Hey, Otto, du guckst TikTok. Nee, YouTube Shorts, weißt du? Hallo? Lebst du noch? Was? Nur Kuchen. Also. Otto, ich muss grad Kuchen essen. Mhm, genau. Ich esse grad Kuchen. Ich auch. Ich muss aber grad Kuchen essen. Digga! Du hast sogar keinen Bock auf Kuchen. Du musst jetzt Kuchen essen. Ja, so ist es. Oh, ich sag, ich hab die ganze Woche zum Frühstück nur Kuchen gegessen. Oh mein Gott, Digga! Also, Valorant Aim Kick. Heute war für mich den ganzen Tag ein Tag der Frustration. Ich sag's, wie es ist. Deshalb spiele ich gerade mit dir auch Tilted One-Shot. Genau. Weil mehr Frust geht nicht. Macht Spaß, ne? Ja. Macht dir voll Spaß, bestimmt. Ja. Da ich die Frust nicht mehr viel kleiner. Ist wirklich der einzige Modus, in dem ich ziemlich sehr gut bin. Eigenlob stinkt aber, das weißt du. Und zwar barbarisch. I am the one, the one. Nee. He was at this moment, but he knew. He fucked up. Ja. Oh mein Gott, Digga, ich dachte, du springst dann wieder runter. Oh dein Gott, Digga. Oh, ja, wahrscheinlich! Junge! Was war das denn? Der hat sich doch sowas von safe erwischt. Der muss sich doch einfach erwischt haben. Sonst fress ich in den Chat, Brudi. Das muss ich ein Besen. Und wenn der dich jetzt nicht erwischt hat, ich fresse ein. Das meine ich ernst. RIP. Guten Appetit. RIP in Peace. Ja, genau. Dann so der Arzt. Sie haben einen Besen gefressen. War das wirklich Ihr Ernst? Oh mein. Digga, das war ein kranker Trickshot. Ja, ist dann der wirklich nice Trickshot.
Ja, das steht da immer, wenn du einen killst. Mann, jetzt lass einfach. Okay, warte. Lass Will am besten spielen. Lass einfach so. Weißt du? Ja. Einfach irgendwie rumballern. Nee, wir müssen so mit der Pistole komm, machen. Mal, oder komm, so. Komm mal. Ja, aber bitte komm mal mit. Schieß mich bitte nicht an. Komm mal mit. Das ist für dein Eigenwohl. Nimm dir mal das hier statt der Heavy. Und statt der oh, ja, Impuls. Die ist gut, die ist gut. Und statt der Impulsdingens nimmst du dir die automatische. Die hier jetzt. Die ist nicht automatisch, aber scheiß drauf. Die hier! Jetzt! Oh, Digga, jetzt ist wieder weg! Mann! Hat der Schockwellengranate oder was? Ja. It's your fucking Ernst. Setz mal fucking Ernst. Digga, so dumm. Kann sich damit ein Live wäre freaking awesome. Bei deinem Digga, ich hätte ja nix, aber ich scope halt auch nicht. Jetzt war das Scope. Rip in peace. Haben sie ein Besen? Digga, ich bin gerade so ein Aimbot, Digga. Nee, du bist ein Aimbot, Digga. Rip in du kannst so nicht einmal schießen, hast noch Spornschutz und ich flex dich weg, Rudi. Nee, Digga. Weißt du, was du hast? Du hackst. Aua. Du hackst einfach. Du hackst. Ich hab dir es eigentlich nicht ich gezeigt. Wie hackst ich du? Hackst du mit Wurstkleid und hackst du mit Kali Linux? Bitte danke. Wenn du jetzt antwortest, Wurstkleid. Ich hacke mit Skill, Brudi. Genau. Wenn du jetzt sagen würdest, ich hacke mit Wurstkleid, dann weiß ich, dass du nicht weißt, was der Wurstkleid ist. Dann weiß ich, dass du nicht hackst. Digga, bist du komplett dumm? Ja, ich gehe mal mit dir in ein Auto. Will dich töten. Das ist der älteste Trick, den es irgendwo gibt, Brudi. Ja, so tötet man Leute richtig. Wie tötet man eigentlich Menschen? How to kill people. RIP. Ich sag dir wirklich, diese blaue... Junge, so einfach mal bei YouTube, how to kill people. RIP. RIP in peace. Oh mein Gott, Headshot, ich bin so ein Aimbot. Der wirklich normalerweise nicht noch besser, aber egal. Nein, Spaß. Jetzt Autoklicker. Digga, ich stehe da 3 Stunden auf einem Fleck. Junge, Digga, vorgestern, da muss der Autoklicker her. Junge, ich hätte mir genau zwischen die Beine geschossen. Wie geht sowas? Wie geht sowas? I am the one, the wonder time is living. Aber guck mal auf meine Kills, bitte. Mehr als ich. 1281, also ich habe schon ein bisschen mehr Erfahrung als du. Kennst du diese Leute, die sagen so, ich habe mehr Erfahrung als du? So dumm. Ja. Ach, da bist du, Brudi. Ich wollte mir mal ein besseres Fadenkreuz draufladen. Mach. Bei Badline ist übrigens die komische Fadenkreuz. Ich habe jetzt heute ein neues Fadenkreuz geholt. Schön, Digga. Nice Trickshot. Er sagt halt immer nice Trickshot. Egal was du tust, er sagt dir immer nice Trickshot. Das war aber ein nice Trickshot, Brudi. Ja. Kennst du diese Lache von Monte? Stimmt wirklich. Oh mein. Du bist ja voll der Gottkampf. Nice Trickshot und Headshot. Geil. Ja! Yes! Ja, was war das denn? RIP. RIP in peace. Genau. Genau, Brudi. RIP in peace. Genau, Brudi. RIP in peace. Genau, Brudi. Wenn du campst, da einfach, weil ich immer neu starte. Katzenwache ist verboten. Sportunterricht, be like. Oh mein. Aber nice, was Trickshot.
Mit der Jacke ja, natürlich. Lass das mal mit der Kühler. Mach mal mit der halbautomatischen, mit dem halbautomatischen. Das mal bitte. Jetzt kann ich mal meinen Zuschauern sagen, die es nicht gibt, warum ich heute einen Tag der Frustration habe. Und das liegt daran, dass ich heute krampfhaft versucht habe, auf einen Arschrechner, der absolut scheiße ist, Windows 7 raufzuklatschen, was aber nicht funktioniert hat, weil es eben ein Arschrechner war. Wie ich zuvor ja eben schon gesagt habe, war es ein absoluter Scheißrechner, den ich dieses System versucht habe zu verpassen. Also ging es nicht, erst einmal aufs abgeschmiert und so war für mich heute ein Tag der Frustration. Nachdem ich gestern das Startmedium erstellt habe. Ja, und das war's eigentlich. Ja, du tust ja nichts. Ja, weil ich scheiße bin. Jetzt habe ich einen Schuss gemacht, ne? Einen. Ich schieße 100 Mal, treffe dich nicht, du machst so das einen. Das ist echt lustig. Genau. Die gleichen No-Scope-Zeit. Weißt du, was Valorant Aim heißt? Ja, das heißt CS. Valorant Aim heißt? Ja, das, was ich mache hier. CSGO. Ist zwar CSGO Aim, aber juckt mich nicht. Ich möchte noch machen, dass du 19 Kills hast. Und ich dann so aufholen muss. Digga, wenn ich da stehe, kannst du auch easy einen Headshot machen. Das gibt dir viel mehr XP. Hier bin ich. Digga, dann komme ich halt zu dir. RIP in Peace. Aber ich habe schon mehr Kills als vorher. Ja. Sag, was? Wie konnte der denn nicht treffen? Der hat doch safe getroffen. Hätte ich doch voll erwischt. Krass, Digga. Ich bin Erster. Hey, ich bin Erster. Das darf doch echt nicht warten, Schwein. Was? Ich kann's einfach, Brudi. Ernst. Also, dass du Erster wirst, das ist zwar nur kurz. Ist zwar nur von kurzer Zeit, aber. Nur für kurze Zeit. I am the one. Komm, mach mal schnell Kills. Kriegst du auch XP? Gut. Stell dich einfach dahin und ich darf dich töten, okay? Bitte nicht zurückschießen. Aber. Darf ich den Headshot machen? Danke. Bitte. Du musst übrigens nicht scopen. Mach mal bitte No Scope. Gut. Nice. Nice Trickshot. Scheiß Huhn, Digga. Wow. Genauso funktioniert das. Mann, du hast diesen scheiß breiteren Kopf. Du hast diesen scheiß... Komm, versuch mal mich hier wegzurecken. Ich stehe jetzt einfach hier rum. Einfach aufstehen. Ich weiß, es geht nicht. Ach, scheiße. Du musst davon rausgehen, Kumpel. Jetzt kann ich dich ja nicht rippen. Gemeinsam schwach sein. Digga, das wäre genau deine Werbekampagne, ne? Ja. Ist es wahrscheinlich so. Trifft der nicht, Brudi. Soll ich jetzt auch mal schießen? Nö. Kühl mich mal, bitte. Ich
ich dich killen soll? Ich komm und hol dich. Scheiß Dreckus. Ich komm und hol dich. Der typisch Entführer? Nein, das Kind wird nicht entführt. Nein. Aua. Der Entführer wird geschossen. Jetzt mach bitte. Digga. What a dolly. It's a full dolly. It's a so much full dolly. So much full dolly. Yep, it's right. Aua. Das war ohne Absicht. Gib mir das. Oh, das ist so eklig, Bruder. Nice one. Playing for Tilted Towers. Noch hast du nicht gewonnen, Brody. Oh, ich hab einen Schockwellenwerfer. Oh, I'm the one. Hä, der ist nicht da. Der ist so wie eine Schockwellengranate, nur halt, dass du dafür Schutz brauchst. Und oh mein Gott, ich bin jetzt hier gefangen, ne? Das weißt du. Und dass er schneller schießen kann. Weil ich den Schockwelle da hingebaut habe. Nee, kann er nicht. Aber egal. Digga, ich bin jetzt ja eingefangen, ne? Oh mein Gott, ich dachte schon, ne? Ich wäre dafür immer gefangen gewesen. Also 17, mach nochmal bitte 2 Kills. Da. Jetzt. Gut. Sauber. Noch ein Kill. Gut. Nice Trickshot, 900 EP. Jetzt bitte nicht mehr so gut spielen, wie. Header. Rib in Peace. Oh mein Gott, wo ist denn bitte? Einfach ein bisschen Level. Nur eine Stunde 57 Minuten, genau. Oh mein Gott, Digga. Was? What's wrong with you? Oh mein. Ich glaube, ich muss meine Streams überplanen. Ich darf sie nicht spontan machen. Ich mache die immer zu spontan. Brauchst du erst mal Zuschauer. Oh, wahrscheinlich war der nicht. Oh nein. Oh mein. Digga, das ist gerade so Nervenkitzel für mich, wirklich. Ich will halt nicht, dass du einen One-Shot gegen mich gewinnst. Du doof, Mann. Genau. Hast du dir die Ornata jetzt geholt oder nicht? Die was? Die Digga. Razer Ornata V2. Ne, sicher nicht. Hä? Ich hab überhaupt kein Geld. Oh, gering für dich. Nein. Hä? Ich spare mein Taschengeld. Ich hab jetzt aktuell 700 Euro oder sowas. Ich hab keine extrem Ahnung. Wenig. Ich hab nämlich keine. Ich will jetzt ehrlich gesagt gar nicht darüber reden, aber ich habe unter 60 Euro. Oh. Ja, oh. Das gibst du alles für PC und Co. Nee, aus. Für, ne? Essen gebe ich das alles aus. Für Essen. Really? Für Essen? Immer wenn ich unterwegs. Warum bin. Nicht für Thüringen? Ich bin so lustig, ne? Ja. Du bist etwas zu lustig. Geht gar nicht. Du bist ja anders witzig. Voll anders wie du. Genau. Von allem bist du voll anders. Digga, das ist so unfair, ne? Hast du aber kein Internet mehr? Hä, warum? Weil eben Matchmaking stand. Nein, das stimmt schon. All good with you? Has you Corona? Nee, weißt du. Lass doch auf meine Insel gehen. Ich weiß gar nicht mehr, was Nein. ich gemacht habe.
okay, lass mal Edits üben, okay? Bitte. Ich möchte unbedingt mal Edits üben. Digga, sieht die Shit aus. Egal. Wo bist du gelandet? Ich bin auf meiner. Oh mein! Warum ist hier schon Loot? Ja, weil ich den hier platziert habe, Kumpel, hä? Du bist der mal krass. Kapi. Hast Warum du kann man Roblox hier nicht schießen? Das ist voll doof. Hast du eigentlich Roblox installiert? Ich hab's leider immer noch, ja. Ja, da kannst du ja mal auf mein Spiel gehen, was ich selber gemacht habe von mir aus. Hä, warum kannst du... Was? Was? Kann man dich jetzt... Okay, nice, Diggi. Mein Aim hat so... Nee, Diggi. Ist ja fucking ernst. Man, eigentlich ist diese Map dazu gedacht zu spielen und nicht dazu, sich dauerhaft zu bekämpfen. Ich möchte es jetzt mal machen, so, okay? Okay, warte mal, aber dann darf ich... Digga, du wirst wetten, du kriegst eine MK7 jetzt oder so. Nee, krieg ich nicht. Wie öffnest du die? Warum kannst du nur du die öffnest? Voll unfair, Digga. Nee, weil ich dich nicht geedit habe, weil ich Angst habe, dass du Scheiße machst. Ich sag's, wie es ist. Mach ich nicht. Ja. Ich schwöre, Bruder. Sicher. Aua. Hast du dich gerade selbst getötet? Wo bist du? Du siehst nee. Mich nicht. Nee, komm, lass mal einfach Edits üben, okay? So, ich place hier mal was. Okay. Digga, warum spielen wir überhaupt auf deiner Map? Das macht ja gar keinen Spaß, wenn wir nichts... Ja, kann ich überhaupt was bauen? Bauen? Jein, ich kann dich ja zum Admin machen. Oh, wie süß! Ja, bitte! Ja, okay. Eine Insel, Spielerlimit, Einführung, Werkzeugbeschreibung, Berechtigungen, super Axolotl, bearbeiten und kopieren. Jetzt hast du bearbeiten und kopieren. Warte, ich will mich doch nur an dich anschließen. Warte kurz, ich will mich an dich anbouncen. Warte, ich will mich an dich angrabbeln. Ich will dich angrabbeln. Ganz dünnes Eis. Boom, boing. Bebong. QDH. QDH Power. QDH ist halt einfach Power, Brody. Geh doch mal, warte mal. Wer geht von uns in das Ding und wer bleibt draußen am Hubschrauber kleben? Okay, du fliegst in den Hubschrauber und ich kleb mich dran, okay? Flieg! Ist es vielleicht schlau, wenn du fliegen würdest? Nee, wirst du. Junge, das ist so cool! Oh mein Gott, Digga, was ist? Oh, ich wurde vom Helikopter angesiegt. Scheiße, yo, ich bin ultra tief ins Wasser eingetaucht. Ich auch nicht. Bist du eigentlich... Oh nein, das ist mein Ding tot. Aber hu. Ja, Mann, ich kann bauen. Yeah. Ich mach mir jetzt ein Flugzeug. Okay, schön für dich. Kreativmodus. Jetzt also, man macht das. Otto, ich möchte mit unbedingt Edits üben. Das können wir beide nicht gut. Aber ich will nicht Edits üben, weißt du? Es gibt aber nicht viel, was ich noch für weniger kann als Edits, und das ist Flugzeuge fliegen. Mal Real Talk, ich kann keine Flugzeuge fliegen. Musst du in Fortnite auch nicht.
Warum? Ich kann diese Flugzeuge nicht lenken. Warum kann man die nicht lenken? Weil du es nicht kannst. Kurze Frage. Wie steuert man diese Scheißdinger eigentlich? Sag ich dir nicht. Lol, XD Sauce. Mal ernst, sag mir das bitte. Bitte, sag mir einfach. Du sagst mir auch nichts. Ja. Stimmt wirklich. It's your fucking ernst. Ups, ich dachte, du kannst nicht sterben. Natürlich kann ich sterben. Aber du bist Admin oder so ein Scheiß. Ja, bin ich. Ich kann aber trotzdem sterben. Digga, warum hab hast ich du immer noch gesagt, dass billigen du Gratisgleiter? Du zielst auf mich, das sehe ich, Brudi. Ja. Oh mein! Sehe ich auch, Brudi. Oh mein, du hast den gedroppt, Brudi. Ja, ich glaube alles. Kannst du den Hai? Was? Ob ich einen Hai besiegen kann? Klar kann ich einen Hai besiegen. Kannst du einen Hai spornen, Mann? Nein. Soweit ich weiß nicht. Los. Kapi. Also finde ich die Matrix weiter cool, weil ich Matrix cool fand. Nur wegen deiner Behauptung mit den Billiggleitern. Und übrigens, ich kann fliegen. Tja. Oh ja, bitte. Scheiße, Flugzeuge braucht echt keinen Schwein. Wo bist du? Sag mir, wo du bist. Oh mein Gott, Digga! Hä, wo bist du? Warum bist du da oben in der Luft? Warum? Warum? Du hast gemacht, dass ich bauen kann. Ey! Warum hast du eine Pump, Digga? Wir machen Bot Battle. Digga, ich hab keine Pump! Ich hab nur Fernkampf-Weapons. Chill, Digga. Du hast mich auch gekillt. Kannst du mir eine Pump geben? Nee, nimm dir doch selber deine Pump, hä? Aber ich kann Kisten nicht öffnen, Digga. Mann, du musst dir keine Kisten öffnen. Du kannst einfach Tab drücken und dann gehst du auf Kreativmodus und dann auf Waffen. Waffen? Hä? Ja, ich kann ja die Flugzeuge fliegen. Sollen wir mal einen Kampf der Giganten machen? Nein. Ich will dich einfach nur mit dem Flugzeug wegrasern. Warum kann... Ach so, Digga. Wo bist du? Ja, wohl im Flugzeug. So, ja, ein Flugzeug, das auf dich zukommt. Kann ein Flugzeug schießen? Ja, natürlich kann ein Flugzeug schießen. Alles kann schießen. Fast alles. Hey, ich kann aber schneller fliegen als du, Digi. Ja, und wir haben ein Propellerflugzeug. Flieg mal kurz vor mich. Flieg mal kurz vor mich, wenn du schneller fliegen kannst als ich. Wenn du der Meinung bist, dass du schneller fliegen könntest als ich, dann flieg vor mich. Ich kann es dir mal zeigen. Das ist schon schneller. Ja, flieg einfach mal instant direkt vor mich. Ja, damit du mich killst, Digi. So dumm bin ich jetzt auch nicht. Ja, das hatte ich vor. Können wir mal bitte ein bisschen fighten?
Ja gut, dann geh auf den Boden und ich bleib in meinem Flugzeug. Ich bin schon längst auf dem Boden, Brudi. Aber halt nicht so fernkampfmäßig, sondern einfach mal nahkampfmäßig fighten, okay? Also willst du mir quasi damit sagen, ich darf mein Flugzeug nicht benutzen? Du darfst nichts benutzen. Okay, dann müssen wir aber starten, die Runde, ist ja schon klar. Aber ich kann dich doch killen. Ja, und? Trotzdem. Man kann dich doch trotzdem killen. Scheiße! Hab ich dir Hits gegeben? Ja, aber habe ich dir was abgezogen? Nee. Und wenn schon, 300 Leben. Bekommt du immer weißt, mehr dazu. Und das Flugzeug ist ultra stark, ne? Ja, und ich habe 400 Leben. 400! Und ein Infinity Blade. Was willst du machen? Ja. Nee, wirklich. Hey, ich hab auch 300 Leben und? Wie viel Normalleben hast du? 100. Ein Wii Splash. Ja. Das Ding ist halt auch, du kannst nicht ertrinken, das ist so dumm. Komm mal her und kämpfe wie ein Mann. Oh, nein! Du hast dich gut an mich rangegrabbelt, ich bin halb tot. Stell, du musst den Jumppack ausschalten. Aber du weißt schon, dass du auf dem Boden sein musst dafür und nicht im Flugmodus. Wofür? Wenn wir ein Battle machen wollen. Ja, klar, weiß ich. Aber du bist doch die ganze Zeit im Flugmodus. Nein, ich bin die ganze Zeit auf dem Boden. Ach ja. Ja, guck doch mal, wo ich bin. Ach, da bist du der Tiger. Du fliegst ja als einziger. Ja, du fliegst auch. Du bist im Rahmen. Das bedeutet, dass man fliegt. Fliegt kein bisschen. Digga, dein Aim so. Ich mach's mal langsamer, mein Fliegen. Digga, ich flieg ja mal übel langsam. Komm doch einfach mal auf den Boden. Ich bin auf dem Boden, hä? Wo genau? Das werde ich dir wohl jetzt hier nicht einfach so sagen. Das wäre... Hey, doch, musst du aber. Nee, muss ich gar nicht. Hey, doch. Andy? Doch, wir fighten aber. Ja, das ist mir bewusst. Trotzdem muss ich nicht sagen, wo ich bin. Also... Wie dumm, Digga. Ja. Okay, aber dann komm doch her und fighte. Ja, ich bleib da, wo ich bin. Mein Name ist, weiß ich nicht. Digga, du hast dir ja die überkrankesten Weapons geholt. Du hast wirklich keinen Hit gegeben. Infinity Blade ist viel zu OP, Brudi. Oh mein Gott. Wie hast du dir das geholt? Kurze Frage, wie hast du dir das geholt? Wenn ich dir das sage. Ja, das heißt nämlich, dass du unsterblich bist. Kurze Frage. Ja. Wie hast du dir das. Digga. Wie hast du dir das stärkste Item geholt, was es überhaupt gibt? Digga. So dumm, ne? Was war das?
Das war ein Geschütz. Was ist denn Geschützturm, Digga? Sag das doch. Ich dachte, du nimmst normale Weapons. Nö, ich hab einen Geschützturm. Ach so. Alter, das musst du doch sagen. Meine Fresse. Oh mein Gott. Wenn ich schon ultra heftige Weapons habe, warum soll ich sie dann nicht einsetzen? Also, ich weiß ja nicht, aber. Hast du mich gekillt? Ja. Oh, doof, Mann. Wo ist es? Das Geschütz. Ja. Hast du auch gesehen, wo ist es? Du warst doch eben da und habe ich dich gekillt. Nein, aber unter was ist das? Unter was läuft das? Hä? Was meinst du mit unter was läuft? Wie heißt das? Ach, scheiß drauf. Das ist Geschützturm einfach, glaube ich. Warte. Das ist bei... Bei alles Geräte gut, alles heißt alles das gut. Geschützturm. Ja, ja. Danke. Ich sag, ein Geschützturm-Battle machen. Geschützturm gegen Geschützturm. Nö, gar kein Bock. Stimmt wirklich. Stimmt wirklich. Erst geh ich mir dein Infinity-Scheiß holen. Digga. Ich hab dir dein Infinity. Ich hab dir dein Infinity-Ding geholt. Sein. Ja. Sein. Ja, das muss sein. Nee. Lex. Die kann jetzt sogar nicht psychisch krank in der Klasse. Ja. Ah. Nö. Nein. Kennst du den Meme? Klar. Wie heißt der Typ, von dem der ist? Heißt er nicht Justin oder so? Ja, genau. Also er heißt nur Justin, nicht Justin oder so. Genau. Bist du? Hey, Digga, wo bist du? Hey, Digga, warum hast du mich angeschossen? Wo bist du? Das weiß ich auch nicht. Du musst es irgendwie Noch einmal so eine Aktion, really. Ich fresse einen Besen. Okay, dann mach ich's nochmal. Ich mach's ruhig nochmal. So, wo hast du dieses Infinity-Ding gefunden? Wahrscheinlich bei Waffen. Nein. Das ist was krasser als eine Waffe. Ah, hab's gefunden. Digga. Ich bin jetzt nicht 100% scheiße. Doch. Aber Diggi. Nee, hey, Diggi. Kommst du heute noch, Diggi? Meine Frage ist, bist du so... Oh mein! Bist du so blöd? Was ist das? Was? Digga, was ist das, was du da gerade machst? Ich hab ein UFO gestartet. Ach so. Ich sag gleich auch schießen aus dem UFO. Was ist so nice, das ey mit dem UFO, weißt du? Sieht zwar nicht viel ab, aber es ist ultra stark. Weil ich dich damit einfach nicht. Bist du super stark, Digga. Junge, ich kann einfach einen Traktorstrahl nehmen. Digga, wie viel Leben hat das bitte? Eine Menge. Ja. Jetzt nehme ich dich mit. Und die Sache ist, jetzt töte ich dich. Wenn ich es geschafft hätte, dich runterfallen zu lassen. Jetzt ist aber echt Spaß gemacht. Weißt du was? Nö. Nee, Digga. Ich bin runtergekommen! Digga, deine Lache kann! Ich bin dann einfach runtergekommen! Ja, schön für dich. Warte, lass mich mal Weapons suchen. Und ich habe mir das Infinity Blade geholt. Ach, Digga, dein Ernst? Ja, natürlich. So ungebildet bin ich jetzt auch wieder nicht. Was? Sorry.
Digga, du kommst dann so mit so einem fetten. So Ufo einfach. Der war schon mit dem Ufo an. Hol dich so, geh dann nach unten. Du so, welche Waffe könnte ich mir noch cheaten? Hey, das Infinity Blade ist super stark. Du kannst damit einfach zwei Truhen auf einmal zerstören. Du kannst damit alles auf einmal. Das ist alles One-Hit. Nein! Digga, hä? Wir dürfen nicht fliegen, haben wir gesagt. Ja, okay. Also, alles One-Hit. Warum fliegst du denn bitte? Ich bin nicht geflogen. Bist auf mich hingeflogen. Ja, sonst müssen wir gesehen, sonst müssen wir Start machen. Dann macht jeder sich seine eigene Ecke mit seinen Waffen und dann machen wir einen richtigen Spielstart. Okay. 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 Gut. Also, let's go. Warte mal, du darfst dir deine Truhe erstellen, ich darf hier meine Truhe machen, okay? Ach. Juckt okay. Mich doch. Hab ich schon gemacht, fertig. Gut, ich mach noch meine. Ich bin nämlich nicht allzu dumm. Doch. Infinity Blade. Das kann man irgendwie nicht. Ah, doch, in die Truhe packen. Infinity Blade in die Truhe packen. In die Truhe packen. Und. Das Ding kann ich auch noch. Aber nee, das kann man nicht in die Truhe. Da, und noch ein Chimera-Strahler. Nee, das jetzt direkt nicht. Aber hier ist mein Pet und. Ansonsten muss ich jetzt nur noch, oh mein Gott, bin ich lost. Jetzt so nehme ich noch meine Truhe. Das glaubst Truhe. Du gar nicht. Ich mache meine Truhe als eine Truhe. Zurück. Und diese Truhe will ich aber nicht gerne hier oben lassen. Also baue ich diese Truhe einfach ab. Also baue ich eine Truhe mit meinem wunderschönen Schwert einfach ab und generiere mir eine neue Truhe. So. Oh, wie toll für dich. Wow. Magic. Okay. Ja, wie viel kann man denn bitte in die scheiß Truhe machen? Ah, unendlich. Starten wir jetzt. Oh, nee. Ich pack doch kurz meine Truhe. 1, 2, 3, wir starten jetzt. Okay, let's go. Du darfst nicht. Wo ist jetzt die scheiß Truhe? Du darfst nicht zu meiner Truhe, ich darf nicht zu deiner. Wo ist die Truhe jetzt, hä? I don't know. Ich hab hier einfach 10 Infinity Blades. Realtalk. Hä, hey, Digga, wo sind die scheiß Truhen? Nee, wirklich jetzt. Wo hast du denn deine Truhe platziert? Hab ich gar nicht platziert. Du musst die platzieren, das ist klar. Nee, ist mir nicht klar. Das hätte ich ja gemacht. Warum kann man dieses Infinity Blade nicht aufheben? Jetzt kann ich es aufheben. So. Okay, let's go. Komm, lass mal ohne Fliegen machen, okay? Wir können so überhaupt nicht fliegen. Bist du bitte? Das werde ich dir jetzt nicht sagen. Bist du da? Kurze Sache, da wo die ganzen Dinger sind. Und da wo jetzt gerade Schüsse in die Luft gehen. Okay. Unentschieden. Hä? Hä? Wie dumm, Digga! Ach so, weil das Spiel zu Ende ist. Naja, also eine Truhe habe ich halt nicht, also. Dann musst du halt die vorgegebenen Truhen looten. Nicht ja, mein Digga, Problem. Das ist eine epische MK7 drin, doch. Junge, du kannst nicht fliegen, probier's doch. Doppel-Leertaste funktioniert nicht. Ich kann nicht fliegen? Ja, du kannst nicht fliegen, ich kann auch nicht fliegen. Ach Mann! Aber ich will doch unbedingt fliegen können. Oh, so ärgerlich, dass ich nicht fliegen kann. Ja, ganz schlimm ärgerlich. Oh mein Gott, ey. Du hast hier jetzt nicht wirklich ein UFO. Nein, habe ich nicht. Ich habe halt ein Hoverboard.
Oh, Digga, Hoverboard ist wirklich viel zu OP. Okay. Bist du, Digga? Hey, Digga, ja, weil die Zeit ist die Map. Wir haben doch Zeit eingestellt. Geh mal, ja, einfach die aus. Natürlich. Okay, let's go. Meine Insel. Oh mein Gott, Digga. Okay, let's go. Okay. Doch, das Zeitlimit ist auf unendlich. Ich habe mal kurz den Standard wiederhergestellt. So. Jetzt starten wir ein Spiel. Gut. So. Ach so, wir können schon... Mein Gott, Digga. Okay. Ihr sagt mir die ganze Zeit, mein Internet ist shit. Naja, ist es ja auch. Nee, ist es überhaupt nicht. Ich hab Glasfaser-Internet, weil ich gerade währenddessen noch streame. Junge! What's wrong with you? What's wrong with you mit deinen 20 Infinity Blades, Digga? Hä? Ich hab gar nicht mehr 20 Infinity Blades, das stimmt nicht mehr. Ich hol mir jetzt 70, okay. Oh mein Gott. Warte, ich muss kurz was machen. So, ich schmeiß das Infinity Blade weg. Da ist es. Also. Will ich ja gar nicht haben. Ich will nur deine Seele. Jetzt kommt ein Flugabwehrgeschütz zum Einsatz. Ein tolles Flugabwehrgeschütz, Tobi. Das kriegst du schnell, ehrlich gesagt, nicht platt. Wollen wir ja 4. Ich hab extra vorgesorgt. Ich hab noch ein paar Anti-Air-Geschütze. Der ist so dumm, ne? Für schwere Zeiten. Ach, jetzt mal. Okay. Jetzt gehe ich raus aus dem Fernkampf. Jetzt gehe ich in den Nahkampf. Ich hatte nur 32. Ich hab zwar nur noch 32 HP, aber es juckt mich nicht. Ich habe auch etwa so viel. So, ich regeneriere also etwa schön. Halt. Okay, du hast keine Infinity Blade genommen. Trotzdem liegt der hinten als rum, aber es juckt dich halt nicht. Wie bitte? Da hinten liegt ein Infinity Blade, aber es juckt dich nicht. Ja. Was? Wie hast du das denn geschafft? Skill. Genau. Wir leben. Ja. Warte mal. Also, ich bin eben aufgrund von Bauarbeiten Light FS. Infinity Blade.
So, Flugabwehrgeschütze. Der Anti-Air-Park von Otto Stache, genau. Mein Anti-Air-Park. Perfekt für jeden Anti-Air-Liebhaber. Ja, der gerne mit Anti-Air ballern will, darf in der Office Computer Anti-Air Park ist zugänglich für jedermann. Damit können Sie Super Axolotls UFOs abfangen. Nur dass Super Axolotls UFO immer gerne den Anti-Air Park abschießt. Dann muss der Anti-Air-Park eben zurückschießen. Mein halber Anti-Air-Park ist futsch. Mein Anti-Air-Park ist futsch. Ich habe ein Problem. Dann wird das Notfallgeschütz aktiviert. Ist das Notfallgeschütz einmal aktiviert, kann der Anti-Air-Park nicht doch einmal... Okay. Wie sie wollen. Sie wollen also in einen neuen. Sie wollen eine neue Kategorie des Anti-Air-Parks genießen. Gut, dann werden sie nun den Anti-Air-Park genießen dürfen. Hier finden sie nichts als Anti-Air, verdammte Scheiße. Das Anti-Air kann auch nicht verwendet werden. Oh, das Anti-Air ist überhitzt, also wird das nächste Anti-Air genommen. So. Eine Person fiel dem Anti-Air-Park zum Opfer. Haben ein paar nicht mehr ganz funktionstüchtige Anti-Airs bei uns stehen. Die nicht mehr funktionstüchtigen Anti-Airs werden abgerissen und ersetzt. Das ist auch nicht mehr funktionstüchtig. Das ist auch nicht mehr funktionstüchtig. Und das hier ist noch funktionstüchtig. Okay, müssen wir mal den Anti-Air-Park auffrischen. Und damit, Leute, verabschiede ich mich für den wunderschönen Tag mit euch. Danke und ciao.